Hallo meine Pokéfreunde und Pokénetten, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Blau. Wir sind hier in der MSN stehen geblieben und kämpfen jetzt gegen diesen Dude hier. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los geht's. Kiel geholt. So einen Begriff kenne ich nicht. Ich kenne mich auch ehrlich gesagt auch gar nicht mit so wirklichen Angeln aus. Ich habe noch nie wirklich geangelt. Hätte ich gerne gemacht, aber in meinem Leben habe ich das noch nicht erreicht. Vielleicht kommt das noch. Wer weiß, wer weiß. Also solche Begriffe kenne ich nicht. Ach, Fußkick. Ach, Macholo, du bist eh langweilig. Geh mir aus den Augen. Ich spuck dich an. Geh mir aus den Augen, bitte. Blubstrahl. Epilepsie und der ist tot. Nice. Skröte Level 27, nice. Skröte werde ich auch bald entwickeln. Das freut mich natürlich, aber ich trainiere gerade nur Skröte. Das ist bloß blöd. Ah, von einem Kind besiegt's. Bei meinem ersten Playthrough durch dieses Spiel habe ich eh nur mein Shigi trainiert. Und dann wurde es irgendwann richtig OP. Und das ist ein Item. Ah, okay. Auch Seeleute besiegt's in Pokémon. Das habe ich nicht wiederstellt, also. Der Matrose möchte mal wieder kämpfen mit seinem Tentacher. Ach, geh doch weg mit dem. Wieso ist Kansatsu nichts gegen Tentacher ausrichtet? Verstehe ich nicht. Muss Skröte wieder mal ran. Level 16! Nice! Stern, du. Ja, ich möchte tauschen, Satze. So, dann Item ganz schnell. Ich hab doch. Hä? Hab ich keinen Trank? Egal, ich mach das nach dem Kampf, glaube ich. Trankenhieb, bitte getrifft. Macht viel Schaden. Du bist für mich. Holztreffer, nicht sehr effektiv. Oder sehr effektiv. Ich hab's nicht gelesen. Ich werde es ja jetzt wiedersehen. Die Attacke ist sehr effektiv. Okay, gut. Dachte schon, was ist mit dem Satz los? Besiegt Matrosse. Das war eine reife Leistung. Noch Stimme bekommen, aber egal. Mike findet TM44, glaube ich, war das. Ja, ja. Was ist denn da drin? Es ist Mauer. Nein, es ist Erholung. Oh. Das könnte ich einem anderen Pokémon geben, aber ich glaube, das lernt er lernt ja auch. Ich glaube, ich habe zu viel verraten. Ja, ihr habt nichts gehört. Wie auch immer. Er will mit uns kämpfen, aber ich will nicht. Effa. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Jetzt habe ich wirklich vergessen, Chillock zu heilen. Oh Gott. Bin ich schlau? Drei Po. Oh, okay, jetzt werde ich es bereuen. Drei Po. Okay, komm. Satze. Mach dein Bestes. Ignoriere diesen Blubber. Das stört dich doch nicht, oder? Nee, zwei. Bill. Bäum. Zerstör ihn richtig. Yeah. So kenne ich dich. Du hast keinen Volltreffer zu, okay? Nice. So habe ich dich aufgezogen, Satze. Ja, meine Erfahrung mit der MSN, das ist, oh, Level 17, nice. Ist ein bisschen komisch. Also ich mag die persönlich jetzt eher nicht, weil sie ein bisschen komisch aufgebaut ist. Im Remake, also Leaf Green und Fire Red. Also Fire Red, Leaf Green, da finde ich eigentlich gut. Da finde ich sie viel besser gemacht. Aber irgendwie ist in diesem Spiel irgendwie sehr blöd. Also ich mag die hier in diesem Spiel irgendwie nicht wirklich. LOL, nice. Kriegst du das ganz schnell. Ein Supertrank. Und voll geheilt. Ja, ja. Ich habe keine Handtränke mehr. Ich muss gleich mal einkaufen gehen. Dann mache ich eben einen kleinen Cut, denke ich mal. Aber erst gleich, wenn wir keine Tränke mehr haben. Nehme ich mal ein bisschen weg von meinem Mikro. Ich hoffe, ihr könnt mich da trotzdem hören. Ich bin mal ein bisschen lauter. Dann hört man mein geräumiges Ich. Das war ein sehr guter Satz. Die hätten ja so nur Sepa. Ja, ich push mal ein bisschen vor. Ich glaube, das ist langweilig. Level 18. Satze. Bist ja gut. Schlafpuder. Claro, Dude. Claro. Ja. Wir machen. Wachstum ist weg.
Das stärkt irgendwie nur die, ich glaube, die Verteidigung oder so, ich weiß nicht. Habe ich keinen Bock zu. Schlafpuder. Wir wollen ja Satz, so einen richtigen Abfucker-Satz machen. Das ist richtig Abfucker-Knopfenser. Und dann verloren. Du verlierst, wenn du gegen mich kämpfst. Und dann Supertrank. Aufs Gute. Gut, ich würde sagen, ich tue. Nein, bis zu Sander. Nach oben. Dann haben wir. Warte, dann muss ich tauschen. Obwohl. Egal, auf jeden Fall, Sander möchte jetzt ein bisschen trainieren. Was denn? Der ist nur Level 15, das ist ein bisschen wenig, wie ich finde. Speichere ich eben und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich eingekauft habe. So, da bin ich auch wieder. Hab mir eben 10 Supertränke gekauft für sehr, sehr viel Geld. Ich habe schon wieder die Hälfte weg. Aber na, was man hier alles tut. Ach nee, wir waren bei dem im Raum. Sorry. War bei dem anderen im Raum. Sorry. Gut, hier wollen beide kämpfen. Habe ich nichts gegen. Ich earn hier richtig viel XP. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Dann hab ich den wieder raus. Matrose hat einen See. Och, okay. Seefahrer haben wir doch schon 10. Mal gesehen. So, Satze, mach ja dein Ding. Muscha, das haben wir auch schon gesehen so oft. Nein, ich möchte nicht tauschen. Bam. Was hat der noch? Tentacha. Okay, dann tausche ich jetzt lieber auf Skröte. Skröte bin ich immer ein bisschen sicherer. Komm, wir machen mal Biss. Das war doch mehr ein Schlag als ein Biss. Aber okay, habe ich nichts gegen. Ist von KO. Hinunter, das war's für mich. Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Das weiß ich auch schon längst, sonst hättet ihr nicht gegen mich gekämpft. Muschas, ach komm. Ja, Sander hat ja eh nichts zu suchen. Ich hab den nur vorne, damit er XP bekommt. So. Sander erreicht Level 16, endlich mal. Geht doch. Satz Level 19 läuft. Satz wird sich bald entwickeln, glaube ich. Und von der Weiterentwicklung halt, also von Ultregeier, entwickelt sich Satz, glaube ich, erst. Also Defensa entwickelt sich ja zu Tregaria ab einem hohen Level. Und dann, glaube ich, braucht man Blattstein. Also ja. Kann man das irgendwie select oder so? Wo ist select auf meiner Tastatur? Ist das hier? Nee, das hier? Das? Das? Das ist select, okay. Gut, hat funktioniert. Damit ich nicht mehr in Rocken gehen muss die ganze Zeit. Heilen wir im Satze. Das ist nämlich low on HP. Dann gehen wir in die nächste Tür, die letzte in diesem Gebiet. Ein Pokéball. Du kannst keine weiteren Items tragen. Was? Wie jetzt? Was ist das denn? Du kannst keine weiteren Items tragen. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Mein Pokémon Machol ist super stark. Mit seiner Stärke kann er sogar Felsen bewegen. Machol. Ja, dann werde ich mal eben. Werde ich mal wieder eben. An dem PC gehen. Also wir sehen es gleich im Pokémon Center wieder. Da kann man nämlich seine Items bewahren. Ich weiß, damals war es richtig dumm gemacht. Ich zeige euch gleich mal, wie das geht. So, da bin ich wieder im Pokémon Center. Hier am PC. Ich weiß, ich habe es schon mal gezeigt, aber ich glaube nicht. Kann man einfach auf PC von Mike gehen. Und dann Item Lagerungssystem. Richtig beknackt, wie auch immer auf so eine Idee kommt mit dem Lagerungssystem. Aber naja, KP Plus brauche ich jetzt gerade nicht. Dann brauche ich jetzt gerade auch keinen. Meine ganzen TMs kann ich mir wegnehmen. Weil ich die einfach nicht brauche gerade jetzt. Nein, brauche ich nicht. Nein, die Karte soll bleiben. Nein! Es ist die Karte weg! Nein! Ich will meine Karte. Oh Gott, das könnte noch was werden. Nein, sonst nichts ablegen. Legen wir noch ab. Mondschein brauchen wir jetzt nicht. Nein. Sonst noch unser Helix-Fossil.
Die anderen TMs lasse ich lieber nochmal. Ich habe das jetzt, obwohl, das können wir glaube ich noch mehr wegtun. Und die anderen dann nicht mehr. Das Bootsticket brauchen wir übrigens. Also das brauchen wir übrigens, das Bootsticket, sonst können wir nicht rein. Elfer brauchen wir jetzt momentan nicht. Das können wir irgendwann anderen mal benutzen. Gegengebrauch sonst noch. Okay, gut, dann war's das. Dann sehen wir es gleich wieder drin. So. Da wären wir auch wieder. Und was ist es? Ein Top-Trank. War es das wert? Naja. Bin mir nicht so wirklich sicher, ob ich das wert nennen will. Gut. Dann sind wir hier in der Etage fertig. Passt doch schön. Ist Vorsprung, damit ich schneller bin. Man kann übrigens hier nicht mit dem Fahrrad drauf. Deshalb habe ich ihn auch nicht geholt, weil ich es momentan gar nicht brauche. Gut, dann hätte ich das Coupon. Jetzt den Coupon ist nicht mehr. Und dann hätte ich ein bisschen mehr Platz. Aber naja. Hier ist. Oh, hier kann man rausgehen. Was heißt rausgehen? Wir sind jetzt hier in der Küche, glaube ich. Ja, Küche. Hier gibt es Mülleimer. Hier ist nichts bloß Abfall. Ja. Und da. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. So ist es halt manchmal. Hast du schon von Relaxo gehört? Es schläft und frisst den ganzen Tag. Mike findet einen Superball. Oh. Ich sag ja, in der Mitte kann man was finden. Relaxo, ein Pokémon, was den ganzen Tag schläft. Immer muss ich diese Zwiebeln schälen. Okay. Ich hab gehört von Zwiebeln. Weint mal. Weiß nicht, ob das wirklich wahr ist. Hat noch nie eine Zwiebel gegessen. Muss ich mal machen, oder? Noch nicht. Ich bin der Chef der Cousine. Der Hauptgang ist Muschelragout. Die Gäste werden es lieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt Muschelragout genannt wird. Also ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht. Das ist einfach so. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Ja, okay, der gibt einen Tipp. Der gibt einen Tipp. Das ist okay. Es gibt so viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Hard life. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Okay, dann störe ich mich mal wieder nicht. Aber hier links geht's auch raus, oder? Nee? Nee. Ich glaube, im Remake kommt man noch raus, oder? Oder war es in einem ganz anderen Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Dann, hallo. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Ja, das bin ich dann. Was ist das? Okay. Wo bin ich hier? Kann man raus? Oh, hier kann man raus! Hey, warte, ich will erstmal mit dem Trainer reden. Ich wusste, dass man raus kann. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Oh! Wieso sind wir dann wohl hier hingegangen? Natürlich in den Zerstörer. Ach, da wir kämpfen. Ahoi, Seemann, bist du seekrank? Nee, ich bin eigentlich nicht seekrank. Auch nicht eigentlich, ich bin überhaupt nicht seekrank. Im Gegenteil, ich mag das, wenn ein bisschen was. Also, ich mag es jetzt nicht, wenn es zu sehr schüttelt. Ich bin zwar nicht krank oder so. Nur. Nee, das ist ein bisschen doof, wenn es die ganze Zeit so schüttelt. Also, so. Hin und her und hin und her. Ich werde davon nicht krank, nein, aber. Ja, wie ich gesagt habe, das ist halt nervig. Das macht auch nicht. Auch nicht. Eigentlich nicht. Hä? So. Das war's. Du hast Glück gehabt. Glück will ich es nicht nennen. Ich nenne es mal. Skin. Ich fühle mich elend. In der frischen Luft fühle ich mich besser. Der Seel kann anscheinend, oder? Sperrstunde! Die Party ist vorbei! Oder? Die Party ist vorbei! Das Schiff sticht bald in See. Oh Gott. Party ist vorbei. Hey, zu kämpfen? Ja. Hey! Wie wär's mit einem Tänzchen? Nee, du, ich kann nicht tanzen. Ich hab kein höchstes den Gundam-Style, aber sonst nichts. Cringe, 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 cringe. Okay, Sanderskröte, wir bekommen was. Ein Mushas! Da haben wir doch ein gutes Pokémon für. Und
das war's auch schon. Ich bin beeindruckt. Danke. Und du? Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ja, immer diese Flugelkacke, ne? Ja, ja, schrecklich sowas. Aber damit muss man leben. Okay, ich werde jetzt nur noch in den Kämpfen spielen, würde ich sagen. Das war jetzt gerade eine Auswahl, weil ich wollte gucken, wo ich bin. Gut, wir sind hier bald beim Ende. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall gegen die Arenaleiter kämpfen, würde ich sagen. Das ist jetzt die letzte Ort hier. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Sidekick. Relax und Tagträumer ist es. Okay. Aber wozu gibt er uns den Eintrag, wenn wir das doch eh noch im Spiel sehen? Achso, stimmt, der wollte ja kämpfen. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Lass mich raten, ein Carpenter? Nee, doch nicht. Ein Goldini. Es gibt ja in jedem Pokémon-Spiel einen Carpador-Trainer. Das sind Trainer, also das sind Trainer, die haben 6 Pokémon, das ist alles Carpadore. Und ja. Frag mich einfach nicht wieso. Was? Ey, bist du Stress oder was los? So geht's hier nicht, ja? So haben wir nicht gewettet, mein Freund. So aber nicht. Geh doch weg mit deinem Schnabel. Niemand will deinen Schnabel sehen. Nein. Und weg ist er. Satze und Sander kriegen Level. Tentacha. Da tausche ich mal wegen Skrude. Patex hat hier leider nicht wirklich was zu melden. Also hat nicht wirklich zu melden. Es sind keine Gegner für ihn irgendwie. Tut leid, Patex. Es sind keine Gegner für dich da. Ein Biss. Ein Biss wird schon tun. Ein Goldini nochmal. Oh Gott, nein, 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 da soll ich lieber nochmal heilen. Wer weiß, was sie noch sonst macht mit meinen Satze. Sieh sie, wie stark ist? Nein, kann noch. Oh komm, ich riske. Oh nein, das hätte ich nicht machen sollen. Nein, ne? Nein. Nein. Komm, Patex. Egal, du wirst einfach mal Patex ein bisschen kämpfen lassen. Nein. Darf ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Ich erspare euch das, Leute. Okay, das war's für mich. Tschüss. Ja. Ich werde mal eben zurücklatschen. So, da bin ich wieder. Und wir kämpfen gegen den nochmal. Und dann kriegen wir ein Item. Im Wettstreit mit der Jugend bleibe ich jung. Okay. Hast du Fidget Spinner oder was? Nee. Also ehrlich gesagt... Oh, ein Pikachu. Pikachu sah damals noch richtig süß aus, oder? Findet ihr nicht? Ich finde, das ist eins der süßesten Pikachu-Sprites. Was ich nochmal sagen wollte? Irgendwie... Ich hasse einfach Fidget Spinner. Die sind irgendwie blöd. Ich habe mir mal so ein Ding gekauft. Jetzt war ich richtiger Hater davon. Dachte mir so, Alter. Ihr habt nicht mal irgendwie Autist oder sowas. Wieso holt ihr euch so ein Ding? Und die sagen, ja, das macht keinen Spaß. Habe ich mir das mal geholt. Ja, ich kann verstehen, dass es Spaß macht. Ich habe mir einen für vielleicht 5 oder 7 Euro gekauft. Und ich kenne Leute in meiner Schule, die kaufen einen für 50 Euro. Ich denke mir nur so, Digga, was ist bei dir falsch? Wieso bezahlt man 50 Euro für so ein Dreieckdreher? Das ist wie ein Illuminati. Wieso? Ich verstehe einfach nicht, wieso man sowas macht. Ich verstehe es nicht. Ich stelle dich gerade richtig schlecht an. Deshalb ist es auch richtig down. Ich bin Level 16, er ist Level 23 und ich habe ihn easy gewreckt. Jetzt bin ich Level 17, ja. Hab ich ja verdient. Sander versucht. Schlitzer! Ja, klar doch. Ja, ich möchte unbedingt. Du sollst Kratzer verlieren. Also allgemein, ich mag keine Fidget Spinner. Die sollen kein Trend mehr bitte mehr sein. Danke. Oh, da fühlt man sich gleich wieder jünger. Nein, eigentlich nicht. Und wir haben einen Top... Oh, ein Top-Elder, ja. Diese Elder, die sind dazu da, um seine AP, die Attackenpunkte wieder zu füllen. Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider klein hacken. Da will das...
Die Rätsellösung. Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Aha. Okay, was könnte das so bedeuten? Ich lasse es nochmal geheim. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir diese drei Türen und das Ende erreichen. Also, schaltet auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Die nächste Folge, dieses links, links draufklicken, dann kommst du in die nächste Folge. Rest die Playlist und oben ist ein Abo oder einfach nur mein Kanal. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.